Salzburg. Journal. Knaus-Helikopter bei Waldbränden in Chile im Dauereinsatz. Zahl der Schulsuspendierungen auch in Salzburg stark gestiegen. Das Wetter heute sehr mild und sonnig. Am Dienstag, dem 6. Februar, begrüßt sie Christine Hackenbuchner. Guten Morgen. Bei einem Brand im Polizeianhaltezentrum ist in der Nacht ein Bosnier verletzt worden. Der 30-Jährige soll zwei Matratzen mit Streichhölzern angezündet haben. Zwei Beamte haben das Feuer rasch löschen können. Der Häftling ist nach der Erstversorgung ins Uniklinikum gebracht worden. Nach gut einer Stunde war er wieder in seiner Zelle, um seine noch offene Verwaltungsstrafe fertig abzusitzen. Im vergangenen Jahr hat es im Polizeianhaltezentrum zweimal gebrannt. Schubhäftlinge hatten ebenfalls mit Streichhölzern Feuer entfacht. Gemäß der Anhalteordnung ist es Inhaftierten grundsätzlich erlaubt zu rauchen und auch in den Zellen die dafür notwendigen Utensilien zu besitzen. Bei den verheerenden Waldbränden in Chile ist derzeit auch ein Hubschrauber des Pongauer Unternehmers Roy Knaus im Dauereinsatz. Der schwere Lasthubschrauber kann bis zu 4000 Liter Löschwasser auf einmal zu den Brandherden bringen. Diese Fähigkeit ist so gefragt, dass das Helikopterteam des Unternehmens diese Woche aufgestockt wird. Peter Paul Hanel berichtet. Täglich von früh bis spät ist der Schwerlasthubschrauber des Pongauer Unternehmens Heli Austria in Chile im Waldbrandeinsatz. Vorgestern ist ein dritter Pilot als Verstärkung in das südamerikanische Land geschickt worden, schildert Firmenchef Roy Knaus. Man schaut den Tag nicht so weit wie möglich auszunutzen, die Wetterfenster, die es zulassen und die Hubschrauber. Derzeit ist der Knaus-Hubschrauber noch südlich der chilenischen Hauptstadt Santiago eingesetzt. Sein Helikopterteam rechnet aber jederzeit damit, dass es zu den aktuell schlimmsten Brandherden in der Nähe der Küstenstadt Viña del Mar abkommandiert werde, sagt Knaus. Mehr als 100 Tote wurden dort bisher gezählt und es sei mit noch mehr zu rechnen, angesichts von weiteren Vermissten, heißt es von der chilenischen Regierung. Der Super Puma-Hubschrauber der Pongauer Firma werde hier gebraucht, sagt Knaus. Unsere Maschine kann man sagen, eine von 10 großen Hubschraubern eingesetzt werden und auch leistungsfähigsten Maschinen mit 4000 Liter Wasserkapazität. Man braucht große Kapazitäten, um einfach Brände schnell zu bekämpfen. Voraussichtlich 10 bis 14 Tage könnten die aktuellen Brandeinsätze in Chile noch dauern, schätzt Knaus. Der Pongauer Hubschrauberunternehmen hat bereits seit 2021 einen Vertrag mit dem chilenischen Staat. Immer von Dezember bis März ist ein Schwerlasthubschrauber zur Waldbrandbekämpfung in Südamerika. Im Flachgau fahndet die Polizei aktuell nach einem fahrerflüchtigen Pkw-Lenker bzw. einer Lenkerin. Der oder die Unbekannte hat auf der Obertrummer Landesstraße zwischen Seekirchen und Thalgau einen 15-jährigen Moped-Lenker touchiert. Der Jugendliche ist gestürzt und hat sich verletzt. Durch die am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile hat die Polizei festgestellt, dass es sich beim Unfallwagen um einen grauen Audi A6, Baujahr ca. 2016, handelt. Der Pkw muss rechts vorne schwer beschädigt sein, heißt es. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Nicht nur in Wien und Oberösterreich, auch in Salzburg ist die Zahl der Schulsuspendierungen im Vorjahr stark gestiegen. Sind vor der Coronavirus-Pandemie noch 64 Jugendliche eine Zeit lang der Schule verwiesen worden, waren es im Vorjahr bereits 105. Die Gründe sind vielfältig, heißt es aus der Bildungsdirektion. Daniela Löffelberger berichtet. Es sind vor allem körperliche Angriffe auf Lehrkräfte, die in Salzburg zu Schulsuspendierungen führen, sagt Bildungsdirektor Rolf Mayer. Auch wenn die Zahlen diesbezüglich eigentlich zurückgegangen sind, haben jene der Beleidigungen, Drohungen und Sachbeschädigungen zugenommen. Ich glaube, dass die schulische Realität ein Spiegelbild der Gesellschaft im Allgemeinen ist und all das, was wir außerhalb der schulischen Realität sehen, wir direkt auf Kinder und Jugendliche natürlich auch im Schulbereich sehen. Welche Dinge hier sonst noch eine Rolle spielen, darüber möchte ich nicht spekulieren, da müsste man Untersuchungen anstellen. Das sind im Wesentlichen wahrscheinlich psychologisch beantwortete Fragen. In den vergangenen 4 Jahren habe es in Salzburg insgesamt knapp 240 Schulsuspendierungen gegeben. Allein im letzten Schuljahr seien es 105 gewesen, vorwiegend an Mittelschulen. Das Land steuere dagegen etwa mit der Erhöhung des Budgets für Schulsozialarbeit auf aktuell fast 2,3 Millionen Euro. Wir arbeiten auch zusammen mit außerschulischen Organisationen und Partnern, die die Kriminalprävention, auch der Verfassungsschutz und eigene Präventionsbeamtinnen und Beamte jetzt auf die wir zurückgreifen können, was das Thema Radikalisierung betrifft. Wir haben das Friedensbüro als Partner, Akzente, die Kinder- und Jugendanwaltschaft. Im laufenden Schuljahr habe es zwischen September